Sagtest du nicht höchstpersönlich bei der Tafelrunde, dass es deine Familie ist? Du hast keine Kontakte gesucht. Du hast für die Familie nichts getan. Verwund nichts mit deinem Geld. Wenn ich nicht dieser Politiker wäre, wie du nennst, würde es Menes gar nicht mehr geben. Wegen dir! Ich denke, wenn Marcel Hedes entscheiden würde, würde er ohne mit der Wimper zu zucken dich austauschen. Werde ich Lloyd zurück in Menes stecken. Und ihr müsst mit ihm klarkommen. Du hast das zweite Mal verloren! Das zweite Mal, wo du... Du steckst ihn in seinem Lager. 50 50er und 5 Langwaffen rein. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zurück auf diesen Kanal. Schauen wir uns an, was Lloyd so treibt. Ich hoffe, das ist für Sie okay, dass der Herr gefesselt ist, Mr. Uru. Ist hier ein Problem. Also, schildert mir genau, was ist passiert. Alat, möchtest du erzählen oder soll ich das tun? Also, wir waren unterwegs auf den Straßen, haben ein bisschen geredet. Ich, Diego, Litecoin. Dann kamen Leute dazu. Und nachdem wir ein bisschen geplaudert haben, der hat Spaß, glaube ich, hat er uns im Glauben gelassen, dass er noch bei Menes ist. Aber wir haben gerade von Sergio erfahren, dass er gar nicht mehr bei Menes ist, dass er rausgeflogen ist. Weil er unehrenhaft sich verhalten hat oder sowas, hat er gesagt. Keine Ahnung. Er hat von denen geklaut, glaube ich. Auf jeden Fall kam das Thema Elite am Ende. Und Lloyd hat Anspielungen gemacht, dass er gegen die Elite vorgehen möchte. Dass er mächtige Leute in seinem Rücken hat oder hinter sich stehen hat. Und deswegen sind wir hier. Deswegen haben wir ihn direkt mitgenommen. Wir wollen natürlich nicht, dass der Elite was passiert. Ja, genau. Und ich habe aber mächtige Leute. Aber du willst nicht, dass Elite was passiert. So viel dazu, dass ich mächtige Leute habe, die... Erklärung. Das waren deine Worte, Lloyd. Du kannst ja erklären, wer diese mächtigen Leute sein könnten. Warum sollten wir dich denn sonst hier bringen, Lloyd? Ich warte, bis die Elite erlaubt, mir zu reden. Andere Rede. Also die komplette Wahrheit ist folgendes. Das Ganze war natürlich gerade ausgedacht. Das Einzige, was Sache ist, ist, dass ich wirklich durch die Straßen gefahren bin, die gefunden habe. Und die haben Würfelspiele gemacht. Illegale Würfelspiele. Glücksspiele. Ich habe zugeschaut, dann haben sie gesagt, ich muss mitmachen. Haben mir eine Waffe auf den Kopf gehalten und sagten, ich muss mitmachen. Haben mir eine... Das ist absolut gelogen. Ich bin dran. Haben mir aber es ist gelogen. Haben gesagt, ich muss mitwürfeln ohne würfeln. Die haben gewürfelt und sagten, so, wir haben gewonnen, du musst jetzt Dollars geben. Nachdem ich es nicht geben wollte, haben sie mir gedroht. Nachdem ich gesagt habe, ich habe nichts, haben sie mir weiterhin gedroht und sagten, gut, dann bringen wir dich zur Elite und richten dich hin. Das Ganze kann auch sehr leicht bezeugt werden. Mhm. Sie haben beide Würfeln und ich habe keine. Was hat das aber mit Würfeln zu tun? Weil ihr mich gezwungen habt, bei euren Würfelspielchen mitzumachen. Du hast also deinen Würfel auf bei den euren, Weg ihr wolltet, dass ich bei euren Glücksspielen mitmache. Nein, 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 das ist absolut gelogen. Also war das auch mit Sergio gelogen, dass du ihn betrogen hast und er dich deswegen gehen lassen hat? Scheiß auf Sergio, der interessiert keinen. Hat er gerade nicht zugegeben. Moment, was heißt Scheiß auf Sergio? Bist du nicht bei Menes? No. Sergio war gerade hier und hat gesagt, er hat ihm Geld geklaut und ist weggegangen. Sollen wir Sergio dazu rufen? Meinte 20 Millionen oder so. 20 Millionen mindestens, hat er gesagt. So viel hat Menes nie zusammenbekommen. Wo ist Sergio hier? Ich rufe Sergio mal hier. Oh, okay, es könnte ein spannender Strang werden. Waschbär, Leute, was ist mit dir und Menes passiert? Das kann ich erklären. Sergio Mendez denkt die ganze Zeit, er ist der Patron von Menes. Das ist aber Marcel Hedes und das habe ich ihm klar gemacht. Gesagt, getan, Sir. Hier das, ist hat er, das hat ihm nicht gefallen. Na, mal hast du keinen Anstand. Und dementsprechend hat er dann gesagt, ich schmeiß dich raus, ich blattaute dich hin. Das konnte er natürlich nicht tun, weil er wirklich nicht der Patron ist. Und dementsprechend hat er dafür gesorgt, dass ich rausgeworfen werde. Die arme Seele ist von seinem Narzissmus geplagt, alles zu erreichen und alles zu bekommen. Wo ist denn dieser Aber bekommt nicht alles. Ich hab den lange nicht mehr gesehen. Ist doch völlig egal. Er ist der Patron. Was mache ich jetzt mit dir? Mit mir? Sie, mit dir. Echt? Ich wollte eigentlich gar nicht hier sein. Das waren die Kalis. Die haben mich einfach hierher gebracht. Weil sie unbedingt Dollars von mir wollen, was ich nicht hab. Kann man vielleicht seine Konten durchsuchen und gucken, ob er wirklich kein Geld hat. Und sagt er, uns schuldet er nämlich auch Geld und er sagt, er hat kein Geld. Ach, da ist ja Sergio Mendez. Hier ist Mendez. Voilà. Was hat Kali jetzt noch mit dieser Sache zu tun? Wie gesagt, wir haben das mitbekommen, dass Lloyd gegen die Elite vorgehen möchte. Und deswegen wollten wir euch das mitteilen. Das heißt, ihr habt die Menes hier verraten, ist das korrekt? Nein, das hat ja nichts mit Menes zu tun. Das hat nur mit Lloyd was zu tun. Der ist nicht mehr bei Menes. Sergio Mendez, ist Lloyd noch bei Menes? Erstmal, hola, schön, Sie kennenzulernen. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Lloyd hat sein Bloodout bekommen, vor 2 Tagen.
Nein, habe ich nicht. Er kann mich nicht blatthauten, die Posse. Nur. Hey, rede anständig, wenn du hier sprichst, Omisoro. Nur Herr Stier hat es ihm erlaubt, dass er ehrenvoll gehen darf, auch wenn er keinen Funken Ehre besitzt. No, er hat es mir erlaubt, weil du nicht der Patron bist und nur der Patron mich blatthauten kann, weil wir gleichgestellt waren. Mein Beileid. Und dennoch bist du nicht mehr bei Menes. Er kann dich vielleicht nicht blatthauten, aber wenn er dich aus der Familie verstoßen hat und die Leute nichts dagegen tun und ihn nicht aufhalten, dann ist es blöd für dich gelaufen, Leute. Das ist in Ordnung. Die ganze Familie. Gleichgestellt, richtig? No, war ich nicht. Eris hat mich über ihn gestellt. No, du aber, solltest nur die Liste führen. Aber und nicht das, über mich gestellt. Aber das hat sein Ego nicht verkraftet. Selbst Isko, die ganze so wie du. Familie hat sich gegen ihn gestellt. Isko ist das Schwachste in der Familie, der sich für Leute eingesetzt Isko hat. Isko ist das schwächste Glied von Menes und der Leadership. Gut, wer ist denn das Stärkste? Das bin ich. Warum bist du nicht mehr Teil von Menes? Genau deswegen, weil ich das stärkste Glied bin und du Angst davor hast. Du bist realitätsfern. Okay, also ich habe die Antwort schon, ohne viel nachzudenken. Heres hat ihn nicht über dir gestellt, Leute, ist das korrekt? No, er sollte nur die Liste führen. Und da ist es. Du bist Teil der Liste. Das bedeutet, wenn er dich rausfügt, bist du raus. Das ist korrekt, er kann mir nur kein Blatthaut geben. Das kann nur Marcel Heres, mein Patron. Konntest du Leute Blatt innen? Er war vor mir in der Familie. Ich habe die Familie mit Marcel und Desko gegründet. Fakt ist, dass... Und dann hast du die Familie beklaut. Fakt nur ist, das dass Marcel mir alle Macht bei Menes gegeben hat. Und bei allen anderen Blatthaus gab es ja auch keine Probleme. Nur bei ihm musste ich mich bei der Leader rechtfertigen. Vale, ich habe eine Frage an dich, Leute. Si. Denkst du, die Leute in Menes würden auf dich hören, wenn du höher gestellt wärst als Mendes? No, da es seine Liste ist, sind es seine Männer. Das war der größte Fehler, den Marcel tun konnte. Das bedeutet, du hast keinen Bezug mehr zu diesen Menes-Leuten? Kaum. Was bedeutet dir denn Menes? Menes... Wieso hast du dich so dagegen gewehrt, dass er dich blatthaute? Was bedeutet dir Menes? Mein Patron. Ihm habe ich meine Treue geschworen. Und ihm bedeutet die Familie alles. Und das, welchen? Was er möchte, dieser das Patron, der nie da ist, dem bedeutet die Familie alles? Ich verstehe. Das ist korrekt. Marcel Heres. Ich weiß, wer das ist. Ich habe jegliche Art von Informationen über ihn. Das ist dieser Mann, der eine Familie gründet. Sei es mit oder ohne Leuten. Aber eins hat er immer getan. Die Familie am Ende alleine gelassen. Und dieses Problem sehe ich hier auch. Er hat seine Familie alleine gelassen in einem Zwiespalt. Nicht richtig geklärt, wie es vorangehen soll oder nicht. Herr Oro, ich muss Sie leider unterbrechen. Heres ist da für die Familie. Nur ist er gerade verhindert in seiner Heimatstadt. Er hat mir die Führung übergeben und ich führe die Familie nach bestem Wissen und Gewissen nach seiner Vision. Leute, wieso? Ich komme nochmal auf die Frage zurück. Hast du dich vor diesem Blatthaut gesträubt? Das ist sehr einfach zu erklären. Ich habe meine Treue nicht Sergio Mendes geschworen, sondern ich habe meine Treue Marcel Heres geschworen. Und der Einzige, der mir diesen Blatthaut geben kann, ist Marcel Heres, der Patron von Menes to Society. Warum er mich aus der Liste werfen konnte, und deswegen sagte ich, das schwächste Glied, ist, weil er Isko manipuliert hat und zwei Leaderschafter gegen einen sich gewendet haben. Die Familie gehört mir, Isko ist das schwächste Glied. Hörst du dir eigentlich zu, Leute? Sagtest du nicht höchstpersönlich bei der Tafelrunde, dass es deine Familie ist, weil du größtenwahnsinnig geworden bist? Du hast bei der Elite gelogen, um die Familie zu schwächen. Du läufst in unseren Farben rum und versuchst, die Familie zu schaden. Auch das stimmt nicht. Du klaust Geld, du lügst, du bist ein kleiner Verräter, du hast für die Familie nichts gemacht. Du standest nur da wie eine kleine Puppe, hast nichts geredet, hast nichts gemacht, hast keine Kontakte gesucht, du hast für die Familie nichts getan. Wenn Isko das schwächste Glied ist, dann bist du das verkrüppelte Glied gewesen. Und wenn ich dir jeden Tag ins Leute, und wenn, gut, kleiner Mann, Gebruder, und wenn ich dir jeden Tag ins Gesicht spritze, stehst du nicht über mir. Wir machen das ganz einfach. Ich habe weder ihnen Geld geklaut, noch habe ich in ihren Farben was getan. Wach ist. Bueno. Ihr könnt jetzt gehen, das ist jetzt hier eine Männersache. Mahon. Ja. In die Luft. Hal hat dann sein Geld nicht bekommen. Jawohl. Hal hat es. Sie erinnern mich an meine Frau. War wohl nichts mit deinem Geld.
Du spuckst mich an? Aber du hast doch eine Maske an. Du hast in die Maske gespuckt, du Idiot. Egal. Seine Maske ist voller Spucke, da hat keinen. Ey, gib mir mein Geld, Junge. Rabe, ein Fessel, Leute. Sind das alle, Mendes? Ja, einer fehlt, glaube ich. Leute, ich möchte, dass du jetzt die Familie Mendes fragst, die Leute, die hier stehen, ob sie gesehen haben, dass du für die Familie ein Mehrwert warst. Okay, da haben wir aber schon ein Problem. Das sind alles Mendes, seine Leute? Nicht das. Das Problem ist, Mendes wechselt momentan die Leute wie Unterhosen. Das sind schon wieder ganz neu. Liz, wie lange bist du bei uns? Mobaki, wie lange bist du bei uns? 2 Monate. Ich habe letztens Leute gefragt, wie ich heiße. Der hat keine Ahnung gehabt. Keine Ahnung, was der Typ gemacht hat. Wie lange gibt es uns? Warte, frag doch die anderen auch. Baki ist seit einer Woche da und Alina seit 2. Was ist das Problem? So viel dazu. Warst du vor 2 Wochen nicht da? Nein, ich war 2 Wochen in einem Kerker, wo es dir scheißegal war. Also wenn die Elite dich mitnimmt, dann hinterfrage ich das nicht. Wer hat die Familie Mendes gegründet? Und wer war vor euch als erstes da drinnen? Gegründet wurde die Familie von Eris, Isco und Lloyd. Lloyd? Du warst ein Mitgründer von Mendes, Lloyd, ist das korrekt? Das ist korrekt. Das wusste ich nicht, das ist interessant. Was ist mit Mahmoud? Soweit ich weiß, war er auch da. Ja, der auch. Es wurden also, alle gegründet, falls ich was dazu sagen Eris darf. Hatte damals schon die OGs mitgegründet und ein Teil davon war auch Mahmoud. Und jetzt wurde Mahmoud wieder alleine gelassen, ist das korrekt? No, Mahmoud wurde geblattet. Von mir. Nichts passiert ohne den Willen von Eris. Aber gratias. Vale. Ja, was willst du sagen, Leute? Jedes Gründungsmitglied wurde systematisch ausgeräuchert von Sergio Mendes. Wieso denkst du, dass Mendes an allem schuld ist, Lloyd? Weil er größenwahnsinnig geworden ist und die Familie für sich beanspruchen möchte. Und wer hat ihn diese Sachen machen lassen? Unser Patron, der leider ein zu weiches Herz hat. Ein weiches Herz? Marcel Harris. Ich glaube, wir sprechen gerade von 2 verschiedenen Harris. So wie er sich zeigt und so wie er ist anders. Eine Frage an dich, Mendes. Denkst du, Harris hat was dagegen, wenn du läufst zum Teufel jagst? No, hat er nicht. Und unser letzter Mann steht vor der Tür. Er kommt nicht rein. Lasst ihn rein. Habt ihr gerade ein Problem in der Familie, Mendes? Oder wieso sind nur 5, 6 Leute da? Nur gestern war ein ereignisreicher Tag. Kali-Kartell. 9 Leute. Mendes, 7. OGs, 2. Was stimmt mit den großen, starken Familien nicht? Wenn ich Grove angucke, 15, 16, Intikam, 17, 18. Ja, es ist so, dass bis gestern hatten wir noch unseren letzten Konflikt. Und unsere Route haben wir auch nicht mehr. Die wurde uns auch von der Elite weggenommen. Und da um 21 Uhr die Versteigerung ist, wenn ich da nur mit Cruz hingehe, ist nicht so viel heute zu tun. Nach einer sehr ereignisvollen Woche. Ich verstehe. Toi. Sehe. Was möchtest du Sergio Mendes sagen? Dir liegt anscheinend etwas auf dem Herzen. Natürlich. Er hätte den Krieg gegen mich nicht beginnen dürfen. Das ist nämlich der Anfang von seinem Ende. Das heißt, du strebst nur noch Rache an? No, keine Rache. Eine Lektion. Ich frage dich trotzdem noch einmal. Was willst du in Mendes, wenn weder deine Leute drinnen sind, noch jemanden, der dir nahesteht? Was möchtest du in Mendes? Ich möchte Mendes, weil ich ein Versprechen gegeben habe. Du hast dein Versprechen nicht gehalten. Mit dir hat keiner geredet. Du hast dein Versprechen nicht gehalten. Harris wollte von dir, dass du die Familie führst mit uns. Du hast sie nicht einmal geführt. Du hast die Leute gegen dich aufgebracht. Das kannst du leicht sagen. Du selbst Isco gegen dich aufgebracht. Das kannst du sehr leicht sagen, nachdem ich 2 Wochen von Elite entführt werde und du währenddessen in diesen 2 Wochen alle auch gegen mich hetzt. Und die letzten 2 Monate vorher, was hast du da getan? Und die letzten 2 Monate vorher habe ich dafür gesorgt, dass es Mendes überhaupt noch gibt. Ach, wie denn? Dann erklär uns das mal. Wie hast du dafür gesorgt? Kann ich dir ganz genau erklären. Das würde ich gerne auch mal wissen. Damals gab es noch die Ali al-Safis. Ein Ali al-Safis. Er dachte, er ist etwas Besonderes in dieser Stadt und hat entschieden, was passiert und was nicht. Er wollte Mendes nicht mehr in der Stadt haben. Und ich habe für Mendes gebürgt. Was für Mendes? Wann ist das passiert? Waren wir da alle im Tiefschlaf? Es ist mehrmals passiert. Oder war das eine deiner Fieberträume? No, es ist zu dem Zeitpunkt passiert, wo du wieder gesagt hast, Jungs, wir gehen alle schlafen, ich habe keine Lust mehr. Da muss ich Ihnen tatsächlich recht geben. Ich hatte ein wenig Kontakt mit diesen Al-Safi.
und er war dabei, auf den Knopf zu drücken. Lloyd hat sich ihm quergestellt, aber den letzten Punkt hat nicht Lloyd gemacht, sondern tatsächlich Mr. Bitcoin, euer Feind. Also hat Mr. Bitcoin, unser Feind, mehr getan als Lloyd. Und wir diskutieren hier immer noch über das Recht von Lloyd bei Menace. Nein, es gibt kein Recht für Lloyd in Menace. Wenn man ihn da nicht haben will, hat Lloyd kein Recht. Ganz einfach. Lloyd. Tja. Was möchtest du in Menace? Ich möchte in Menace, dass Leute hinter Menace stehen, die nicht so wie beim letzten Mal sagen, ich stehe hinter Sergio und Sergio ist unser Patron. Weil dann sind sie falsch bei Menace. Dann sollten sie ganz schnell weg. Aber wenn das kein Problem für Marcel Harris ist. Oh, das ist wissen, ein das Problem, ist Problem für ihn. Oh, Harris interessiert nicht, wer an seiner Seite steht, solange er einen Nutzen von diesen Leuten hat. Das ist doch so. Nein, ich war dabei, als er Selina blattrotten wollte, als sie das gesagt hat. Es trifft ihn, auch wenn er es nicht zugibt. Ich habe eine Frage an dich, Sergio. Sieh bitte. Wie wichtig ist dir Harris? Und ich möchte, dass du ehrlich redest. Ich habe damals in diesem Garten gegenüber der Playboy-Villa Harris die Hand gegeben und habe zu ihm gesagt, wenn du das durchziehst, dann bin ich dabei. Und zieht er das durch? Er kommt, wenn er kommen kann und sagt immer wieder, dass er da sein wird, wenn er es schafft. Ich habe ihn bis jetzt einmal gesehen und da hat er uns alle beleidigt. Dann hat er vor eurer Familie an die Scheiße geritten und ist wieder schlafen gegangen. Sie ist nicht unbedingt der diplomatischste Mann, das ist wohl wahr. Ich gebe Menes jetzt eine Möglichkeit und Lloyd eine Möglichkeit. In allererster Linie, Lloyd, kannst du die Leute, die hier stehen, fragen, ob sie dich in der Familie sehen. Ich möchte, dass du das jetzt tust. Wollt ihr weiterhin hinter dem Mann stehen, der bald ein toter Mann ist? Oder wollt ihr endlich das Richtige tun und nicht vergessen, wem Menes gehört? Aber guck mal, Lloyd, das macht doch keinen Sinn, was du sagst. Guck mal, du vergleichst dich ja mit einem ISCO, der mitgegründet hat. Aber ein ISCO macht so viel, ne? No, das war doch, nicht die Antwort doch, auf meine Frage. Mal, wenn ich zwei Wochen nicht da bin, brauchst du jetzt nicht das Ganze, wenn du manipuliert wurdest, zwei Wochen. Die zwei Monate? Erzähl nicht. Lass ihn doch jetzt antworten. Also, diese zwei Monate, wo ich hier bin, und dann hatten wir schon mal so eine Krisensitzung, wollen wir Leute haben, ISCO, keine Ahnung, ob ihr euch erinnert, in unserem Avenger-Raum, wie wir das genannt haben. Und dann hieß das, nee, und da wolltest du dich nochmal einsetzen. Aber seitdem kam nichts, ja? ISCO hat gemerkt, dass wir irgendwie so sagen, wollen wir ISCO haben oder nicht. Aber ISCO hat sich so durchgesetzt, der macht so viel, intern, du hast keine Ahnung. Und du hast nichts gemacht, wirklich nichts. Weißt du, und das macht dich, ja? Das sorgt dafür, dass du noch unerfahren bist. Moment, ich erklär's dir. Es gibt immer intern und extern. Ich scheiß auf dein Extern. Was bist du, Außenminister geworden? Naja, Politiker. Wenn ich nicht dieser Politiker wäre, wie du nennst, würde es Menace gar nicht mehr geben. Wegen dir hätte es Menace schon mehrmals nicht mehr gegeben. Geht doch mit Al-Safi und nuckelt euch ein auf Cayo Perico. Hier ist Mr. Oro der Chef. Al-Safi ist tot. Du Politiker. Ja, tot und mit ihm seine Ideen. Also geh mit ihm sterben. Und mach mir hier nicht deinen auf Mutter Teresa. Ich denke, deine Zeit ist gelaufen bei Menace, Lloyd. Das ist in Ordnung. Du bekommst die Möglichkeit von mir, eine Familie zu gründen und dir deine Rache bei Mendez zu holen. Vom ganzen Herzen. No. Dein Mann. Dann möchte ich wissen, was dich dann antreibt. Wie möchtest du dich bei Mendez rächen? Als heimsende Person ohne Leute. Es gab mal einen möchtest du hinfahren zum Anwesen, dich von denen niederschießen lassen, im Krankenhaus aufwachen und wieder dorthin fahren? Ist das der Lloyd, der du bist? Es gab mal einen Mann, der etwas gesagt hat, und das möchte ich jetzt gegen ihn verwenden. Und Zeit kommt Rat, kommt Attentat. Versteck dich nicht hinter leeren Worten. Herr Oro hat dir die Möglichkeit gegeben, Taten sprechen zu lassen. Wenn du der Anführer bist, der du scheinst zu sein, dann mach deine Familie auf und zeig's uns. Aber wenn es darum geht, Taten sprechen zu lassen und dich zu beweisen, bist du ein ganz kleiner Mann mit Hut. Du wirst sehen, dass dein Narzissmus dir zum Verhängnis wird. Und ich werde der Überbringer davon sein. Hättest du die Möglichkeit, Leute, in Menes wieder zu gehen, würdest du es tun? Sehe. Und dann würde ich Sergio Mendez auf Rang 1 stufen und deinen richtigen Patron wählen, der zu der Zeit da ist, während Marcel Harris, der wahre Patron, unterwegs ist. Du hast Psychosen. Du solltest zum Arzt. Als er mich nicht blattrotten konnte, Mr. Oro, sagte er zu Kadaver, dann werde ich nicht mehr aufstehen.
Dieser Mann. Nein. Ist zu schwach, um die Familie zu führen, sobald er das nicht bekommt, was er möchte. Warum? Ich bin der einzige Patron der Stadt, der sich rechtfertigen muss für Bloodhounds. Eigentlich sollte ich ihm einfach in den Kopf schießen. Und das ist das Problem. Du bist nicht der Patron. Das ist nicht Rivera. Und warum bist du nicht mehr bei uns? Warum bin ich nicht geblattet worden? Weil die Elite dich davor geschützt hat. Weil du es nicht kannst. Mendes, was ist dir wichtiger, Rivera oder Mendes? Rivera existiert immer noch in der Heimat in Los Santos. Aber hier in Kiel ist es Mendes. Er ist es deutsch, er ist heimatlich hier. Deswegen habe ich mich Eris angeschlossen. Ich würde gerne wissen, wie sich ein Sergio Mendes mit jemandem verbündet, der ihm untergestellt ist. Das wäre genauso, wie wenn ein Mr. Bitcoin oder ein Sergen auch sich irgendwelche Leuten unterstellen. Wie ist das dazu gekommen, Mendes? Sergen stellt sich doch Rommel unter. Ja, das stimmt. Er ist trotzdem das Aushängeschild der OGs. Das ist wahr. Aber der ist der Alibi-12er. Das stimmt. Aber vom Kopf her. Ich habe das von vielen, vielen, vielen erwartet. Leute ist eigentlich auch niemand, der sich unterstellen sollte. Aber dennoch wird es getan. Seid ihr schwächer geworden oder was ist das Problem? Er soll zuerst antworten, dann antworte ich. Ich stelle mich niemandem unter. Als ich mit Eris gesprochen habe, waren meine Punkte ganz klar. Ich bin davon ausgegangen, dass er das antwortet. Die wahre Stärke kommt, wenn man bereit ist, Veränderungen zu akzeptieren. Also wenn Leute von Stärke spricht, dann sollte man das nicht ernst nehmen. Während du gegen mit Menes seit Monaten gerade mal gegen Gashis etwas erreichen kannst. So viel dazu. Dass du etwas erreichen willst. Hättest du denn erreicht? Oh. Du hättest in einer Liga mit Indikam gespielt. Ach nein, denn dir fehlen die Eier dazu, deine Familie zu gründen. Weil du weißt ganz genau, dass du ein Leader bist, der nichts erreichen wird. Guter Punkt. Wieso hast du dann nicht Rivera gegründet und bist zu Menes gekommen? Hörst du zu, wenn ich sage, dass Rivera gerade in Los Santos ist? Hörst du zu, wenn ich dir eine Frage stelle? Ich habe deine Frage doch beantwortet. Wie kann man etwas gründen, was bereits existiert? Du bist hier. Alles, was drüben passiert, interessiert niemanden. Und hier interessiert Menes Society. Dann lass doch das, was drüben ist. Du sagst doch selber, es interessiert nicht, was drüben ist. Drüben ist Rivera. Wieso sprichst du es dann an? Wenn du im selben Satz sagst, dass es nicht interessiert, was drüben ist. Hier deswegen ist sag Society. Ich doch gerade. Also sprich über Menes Society. Ja, und du hast hier gesprochen. Du sagtest, wieso ich mich nicht traue. Und dieselbe Frage habe ich dir hier gestellt. Wieso bist du dann bei Menes? Weil Rivera in Los Santos existiert und Menes in Kiel. Und ich antworte dir nochmal. Was drüben ist, interessiert niemanden. Es dann geht rede hier. Nicht über Rivera, wenn es drüben ist. Wir reden über hier. Wieso hast du deine eigene Familie nicht gegründet, wenn du über Schwäche sprichst, dass ich sie nicht gründe? Rivera ist in Los Santos gegründet, es existiert. Ich verstehe. Es ist ziemlich schwierig, mit einem geistig verwirrten Menschen zu sprechen. Nein, du denkst immer nur, dass du recht hast. Und du willst jemanden, jeden aufzwingen, das, was du denkst. Du versuchst, um eine Familie zu kämpfen, die dich abgestoßen hat, Leute. No, Mr. Orozum, du missverstehst mich. Und das wäre? Die Männer sind Schützen, Soldados, können ausgewechselt werden. Menes ist Marcel Heres. Ich schätze nur. Menes ist nicht Marcel Heres, sondern Mendes. Und sobald du die hast vielleicht Menes mitgegründet, aber du warst nie Mendes. Ja, du warst nie Menes. Du warst höchstens die zweite Geige. Und das weißt du. Du hast es nicht geschafft, dich in der Leadership so zu behaupten wie Mendes. Das ist die Realität. Und das ist auch nur Problem, du hast deine anderen Vorsätze und deine anderen Stärken, die du leider nicht durchsetzen konntest. Ich denke, wenn Marcel Heres entscheiden würde, würde er ohne mit der Wimper zu zucken, dich austauschen. Und ich werde es mit Herzen annehmen. Und wenn du das selber innerlich weißt, was möchtest du denn jetzt von Menes? Solange ich diese Kugel von ihm nicht erhalte, ist es meine Pflicht, das Beste zu tun. Und das Beste ist, den Virus zu beseitigen. Wir müssen uns einmal mit einem Geistesgestörten rumschlagen. Du bist geistlich verwirrt. Man sollte dir einen Arzt holen. Und du bist größtenwahnsinnig, der nichts erreicht, aber alles versucht. Was ist dein Vorschlag, Mendes?
Mein Vorschlag was ist... Was wärst du bereit dafür zu tun, wenn ich dir jetzt die Erlaubnis gebe, Leute zu blattouten von den Männern? Wäre zu vielem bereit. Leute? Sie. Zu was wärst du bereit, wenn ich dir die Erlaubnis gebe, Mendes von den Männern zu blattouten? Meine Hinrichtung. Was? Ich werde so weit gehen, dass ich Lloyd Fuego hinrichte, wenn ich Sergio Mendes aus Mendes bekomme. Ha. Das ist ein extrem hoher Preis. Du weißt aber, Leute, dass es dein Untergang ist danach, ne? Ja, das ist geistig. Ja, es ist eine Hinrichtung dann. Gestört, Leute. Das ist wirklich gestört. Das heißt, er ist da bereit, von einer Brücke zu springen oder mit dem Mendes mitnehmen. Einen anderen Ausweg hat er ja nicht. Jetzt ist die Frage, Mendes, wie weit würdest du gehen? Ich würde weit gehen, aber auch nicht zu weit. Es ist ja nicht so, dass Leute irgendeine wichtige Person wäre. Und das bestätigt, dass dir Mendes scheißegal ist. Warum ist mir Mendes scheißegal? Weil ich dich, weil ich deine Erinnerungen nicht löschen will? Ich spuck auf dich. Denkst du, du bist irgendeine Gefahr für uns? Trottel. Ich bin die größte Gefahr, die du hast. Deswegen wolltest du von Anfang an mich wegbekommen. Du warst 2 Monate bei uns. Ich weiß, dass du null Gefahr bist. Welche von den Leuten, die hier stehen, Mendes, sind gute Leute, die du vertrauen würdest? Jeder Einzelne, der hier steht. Ich verstehe, aber welche, weißt du, würdest du sagen, diese Leute, den würde ich... Linz, vertrauen? Ja, richtig, korrekt. Mobaki, Liz und Burkhardt. Kommt mal hier 3 auf die Bühne. Auf diese hinter uns? Korrekt. Ich gebe dir jetzt eine Option, Mendes. Ich gebe dir die Erlaubnis, Lloyd zu blattouten von Menes. Und unwiderruflich zu tun, dass er nicht mehr reinkommt bei euch. Er wird die Zeit in Menes vergessen, wenn du einen von diesen 3 Leuten dafür opferst. Das ist es doch gar nicht wert. Die 3 andernfalls Leute, die da auf der Bühne stehen, sind mehr wert als Lloyd. Das 100-fache von Lloyd. Dann gebe ich dir jetzt aber den Gegenpol. Wenn du dich dagegen entscheidest, werde ich Lloyd zurück in Menes stecken. Und ihr müsst mit ihm klarkommen. Lloyd wird wieder der Leaderschafter sein, der er war. Und du musst dich mit ihm rumstreiten. Und wie soll das funktionieren, Herr Oro? Lloyd hat seine Hinrichtung angeboten. Bruder! Das ändert alles. Es ist alles Sergio Mendes schon wieder der Verlierer! Ein zweites Mal der Verlierer! Ey, wow! Ein geisteskranker Mensch. Oh ja, was ist da? Du hast das zweite Mal verloren! Das zweite Mal wurdest du. Und das ist krank. Ich werde keinen meiner Leute für dieses Stück hinrichten. Ich rede nicht von hinrichten. Auch nicht. Ich rede von Blattouten. Warum soll ich jemanden opfern für dieses Stück? Ganz im Gegenteil. Du opferst einen, aber rettest deine Familie. Opferst du nicht einen von diesen 3, kann es sein, dass Lloyd den Leadership heraushängen lässt und sehr dumme Sachen anstellt, Mendes. Oro, ich möchte nicht respektlos sein, aber ich als einziger Anführer einer Familie, der sich für Blattouts rechtfertigen muss, kann das alles nicht nachvollziehen. Ich musste mich zuerst rechtfertigen, dass ich ihn überhaupt blattoute. Da musste ich mich rechtfertigen, dass ich ihm eine Kugel geben darf. Und jetzt muss ich mich wieder rechtfertigen, dass ich ihn nicht zurücknehmen muss. Du musst dich nicht rechtfertigen, du hast die Wahl. Schau mal. Ein zweites Mal. Man muss so denken. Zweimal wollte er mich... Zweimal ist es gegen ihn gewendet worden. Er steht 2-0, Sergio Mendes. Das bedeutet, ein Opfer dafür, dass man diesen Mann los wird, das ist doch ein fairer Preis. Nein, das ist kein fairer Preis, weil alle anderen Familien können ihre Leute rausschmeißen, wie sie wollen, ohne Opfergaben. Das ist nicht so ganz richtig. Das ist sowas von richtig. No. Ich habe in den letzten 2 Monaten 100.000 Blattouts gemacht und nicht ein einziger wurde hinterfragt. Da war die Elite aber auch noch nicht da. Ja, die Elite hat gestern Isco die Entscheidung gegeben. Isco hatte 24 Stunden Zeit, sich zu entscheiden. Isco hat Gespräche mit Lloyd geführt, Isco hat Gespräche mit uns geführt. Am Ende hat er sich für uns entschieden und gegen Lloyd. Jetzt, am nächsten Tag... Isco hat sich dafür entschieden, dass Lloyd rausgeht? Sieh, das war die Aufgabe der Elite. Jetzt kriegen wir wieder eine neue Aufgabe. Und es geht wieder um dasselbe Thema. Oh, es wird nochmal spannend. Er wurde manipuliert. Okay, als ich euch Lloyd genommen hat, hat niemand von euch widersprochen. Jetzt will ich einen von deinen unteren Reihen nehmen und du widersprichst mir. Das bedeutet, Lloyd war dir von Anfang an scheißegal, Mendes. Nicht ganz. Er ist mir auf jeden Fall mehr scheißegal gewesen als die da rumstehen, aber ich widerspreche ihnen doch gar nicht. Ihr
Sie wollten ihn nehmen, ich war da gar nicht dabei. Und in zweiter Hinsicht haben wir genau dieses Gespräch, was wir heute führen, gestern bereits geführt. Es ging um Lloyds Blattout und Isco sollte sich entscheiden. Ansonsten kriegen wir Konsequenzen. Isco hat sich entschieden innerhalb der 24 Stunden und wir haben Lloyds Blattout bekommen. Nur Lloyd, mit seit der Bedingung, wann hast du das Gefühl, dass Mendes dich loswerden will? Seit Tag 1. Und wieso hast du ihn denn zu Mendes geholt? Gott, mein Fehler. Seit Tag 2. Das bedeutet, Mendes, Lloyd hat dich sogar zu Mendes geholt und dennoch willst du für ihn keinen einzigen opfern. Das ist so nicht richtig. Wer mich zu Mendes geholt hat, war Carlito. Wir mit Carlito, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, durch die Gegend gefahren und dann sind wir bei Mendes angehalten. Korrekt. Und Marcel Heres wollte ablehnen. Ich habe meine Hand ins Feuer für dich gelegt. Das weiß ich darüber nicht. Nach. Dieses Gespräch habe ich nie mitbekommen. So wie du eigentlich das Gespräch nie mitbekommen hast, dass Heres mir Befugnis über alles gegeben hat. Doch, davon weiß ich Bescheid. Im Gegensatz zu dir. Sprich da mit mir über alles. Gut, wenn du weißt, dass er mich über euch gestellt hat, wieso verneinst du das dann immer? Weil er gesagt hat, dass du Isco und mich nicht blattouten kannst. Doch, das hat er gesagt. Er hat gesagt, ich darf blattouten, wenn ich will. Egal wen. Und ich sage dir, was die Wahrheit ist. Deine Wahrheit ist die Wahrheit und die andere Wahrheit ist nicht die Wahrheit? Das ist alles, korrekt. Was aus deinem Mund kommt, ist die Wahrheit. Korrekt. Das heißt, die Wahrheit ist so, wie du sie dir drehst. Richtig. Ja, oder wir reden hier mit einem nicht zurechnungsfähigen Menschen. Wir reden hier mit einem größten Wahnsinnigen, Sergio Mendes, der aus seinen Fehlern nicht lernt und schon wieder kurz vorm Untergang ist. Er hat am Eingang des Gesprächs gesagt, ich bin Ihnen nicht übergestellt. Jetzt sagt er, ja, Zettel, ich danke für gesagt, Prime 13. Er ist euch übergestellt, aber nur Blattouten darf er uns nicht. Also wie kann man sich dann so versprechen innerhalb von 10 Minuten? Und was habe ich gesagt? Es ist Isco wach. Isco ist ein paar Tage weg mit Heres. Kannst du Isco erreichen? Isco... Ich denke nicht, er ist nicht da. Isco ist erst in einer Woche wieder da. Leute, stimmt das, dass Isco sich dafür entschieden hat, dass du gehst? Das ist korrekt. Also haben sich zwei Lieder dafür gestellt, dass einer geht. Das ist korrekt. Ihm wurde sozusagen eine Waffe an die Brust gestellt. Er hat Angst, dass die Familie untergeht. Doch er ist naiv und jung. Man versteht das nicht, dass das Große und Ganze viel schlimmer ist. Die ganze Familie ist gegen dich. Isco ist gegen dich. Und wir sind alle dumm. Wir sind alle an allem schuld. Wir sind manipuliert. Nun ja, natürlich ist die ganze Familie gegen mich, wenn du deine eigenen Männer reinbringst. Und wenn du dafür auch sorgst, dass der Hass geschürt wird. Okay, dann hör mal zu. Alina, warst du bei Rivera? Nein. Baki, warst du bei Rivera? Nein. Mobaki, warst du bei Rivera? Nein. Burkhard, warst du bei Rivera? Burkhard? Nee, war ich nicht. Okay. Liz, warst du bei Rivera? Ja, nur eine kurze Zeit, aber... Bueno. Wo sind das meine eigenen Leute? Eigene Leute bedeutet nicht, dass man bei Rivera sein muss. Sergio Mendes. Ach so, sondern wo, was sind dann meine Leute? Hör auf, die Bestätigung... Ich war sogar schon mal bei Santa. Bei hör auf, deine Bestätigung zu holen. Oh, Alina war mal bei dir. Hör auf, deine Bestätigung zu holen bei anderen Leuten, sobald du mundtot gemacht hast. Ich habe eine Frage an dich, Leute. Was hast du dafür getan, starke Leute hier reinzuholen bei Menes? Die Liste führen die Leute an, die mit mir gekommen sind zu Menes. Oder haben es sehr lange getan. In den letzten 2 Wochen war ich nicht mehr da. Und dann hat sich einiges, nein, es hat sich vieles verändert. Und davor war ich leider starke Kopfschmerzen. Red doch mal mit Fakten. Red nicht dir vernebelt und verschleiert, red doch mit Fakten. Wer hat die Liste gemacht? Wen hast du reingebracht? Alina sagt doch, sie war bei Santa. Warum ist sie gegen dich? Die Liste das wurde sind doch von alles Mika. Meine Leute. Warum waren sie dann bei dir, wenn es meine Leute waren? Die Liste und warum wurde sind sie dann trotzdem gegen dich? Du musst nicht lauter werden, damit du Hoffnung hast, dass du gewinnst. Du sollst in Fakten reden, du sollst nicht unsere Zeit verschwenden. Auf jeden Fall. Die Liste wurde von Cypher und von Mika gemacht. Meinen Männern. Ja, Cypher ist wieder bei uns und er scheißt auch auf dich. Cypher ist gegangen wegen dir. Cypher ist er wieder bei Menes? Weil es Kanon nicht mehr gibt. Und trotzdem wacht er seit Tagen nicht auf. Cypher ist zu mir gekommen und hat gesagt, er ist ziemlich enttäuscht von dir gewesen. Was er dir sagt und was die Wahrheit ist, kannst du ihn ja vor uns sprechen lassen. Ja, stimmt. Die Wahrheit ist das, was du denkst. Und das, was wir hören, ist falsch, richtig? Das haben wir jetzt mitbekommen, die letzten 10 Minuten. Und ich kann gibt dir sagen... Gibt es irgendjemanden, der hier steht? Irgendjemanden, der für Lloyd reden würde?
oder stimmen würde? Ich stehe zwar nicht hier, aber ich könnte was auch dazu sagen, eventuell. Bin hier draußen. Was hast du damit zu tun mit dieser Sache von Menes? Das Litecoin? Es geht nur um die Versteigerung. Können wir langsam rein, oder? Gibt Kali eine Sanktion von 1 Million. Dass diese Pendejos sich gewagt haben, mir das Wissen zu lehren. Verfickte Schatz. Das Wissen, sorry. Lach, Sergio Mendes, damit du Sympathie aufbauen kannst bei deinem Verlust. Die Fresse, du. Leute, ich sehe hier absolut keinen Sinn, dich in irgendeiner Art und Weise mein... Scheiße. Ich meine, ich sehe... Scheiße. Lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen, Mr. Oro. Ich sehe keinen Sinn, dich in irgendeiner Art und Weise bei Menes zu behalten. Ich weiß, es gibt nur einen Sinn, die Geduld von Sergio Mendes zu testen. Vale, ich entscheide folgendermaßen. Mendes, ihr könnt eine Summe von 20 Millionen zahlen und dürft ihn blattouten. Andernfalls bleibt er nicht geblattoutet und es besteht die Gefahr, dass er sich irgendwann einen Platz bei euch ergattern kann, über Marcel Heres oder über sonst irgendjemanden. Oh, 20 Millionen ist ein großes Preisschild für so einen Menschen, aber bueno. Jetzt hast du definitiv verloren, denn Marcel Heres... Wir können runterkommen von der Bühne. Es käuflich, ich mal was sagen dazu? Wenn Leute das Geld von uns zurückgibt, dann können wir das sogar bezahlen. Was hast du gerade gesagt? Du hast gesagt, wir haben gerade auf unser Geld. Was hast du gerade gesagt? Dein Ziel ist es doch, uns so zu brechen, auch wenn du wieder zu uns kommst, durch Heres. No. Du wirst ja alles kaputt machen wollen, doch. No, das habe ich nie gesagt. Hör besser, kleiner Mann. Hör besser zu. Ist nicht erwünscht. Nein, ist er nicht. Er macht nichts. Mann, ey. Leute, du bist echt, keine Gut. Ahnung. Wenn du nicht reden kannst, dann geh zur Seite. Bleib beim Schießen. Riffelpark Penner ersetzt dich sogar. Und das ist Fakt. Das wissen wir alle. Bleib beim Schießen und beim Trash-Talk. Mehr kannst du nicht. Ich schieß nicht nur, ich kann auch reden. Das hat man gerade gesehen. Ja, kann er auch. Besser als Doch, du, Idiot. Du vernebelter, geisteskranker Junkie. Nehmt euch weiter noch tiefer in den Mund. Aber ist in Ordnung. Mehr als beleidigen könnt ihr nicht. Denn ihr seid nicht dafür geschaffen, zu reden. Aber natürlich, du schon. Du redest uns alle gegen die Wand. Es hat ausgereicht, dass du ruhig bist, kleiner Mann. Alles gut. Herr Oro, wir haben gestern noch mit Herrn Stier gesprochen. Und Herr Kadaver hat auch bestätigt, jeden wirtschaftlichen Schaden, den Leute uns antut in der Zeit in Menes, wird uns rückerstattet, beziehungsweise von Leuten zurückgeholt. Er hat noch Geld von uns. Wie viel? 2-3 Millionen. Leute, wie Zehn. Viel? Ich habe von Menes absolut gar keine Dollars. Ja, wir haben ja auch Euro. Euros, nicht Dollars. Auch diese besitze ich nicht. Wie viel Geld hast du von der Menes-Zeit, was der Menes gehört? Antwortest du mir nicht. Ehrlich, blattaut ich dich höchstpersönlich. Seh, ist in Ordnung. Ich habe seinen Männern Geld gegeben, was er wahrscheinlich nicht weiß, damit sie sich Tattoos stechen können. Antworte doch, ich wie viel Geld du von uns hast. Geh mal weiter in irgendwelche Villas für deine Frau kaufen, von Menes. Und dann zu erzählen, dass Menes keine Dollars hat. Du gibst 10 Millionen Dollars für irgendwelche Villen aus und erzählst jetzt rum, dass ich eure Dollars habe. Antworte doch einfach die Frage. Ich besitze noch maximal 1 Million von Menes. Und dies ist auch die Dollars, die ich selber ausgegeben habe, damit Menes überhaupt am Anfang etwas hat. Den Rest haben seine Männer bekommen, damit sie sich Tattoos stechen können. Ich möchte, dass du ihnen das Geld jetzt überweist. Das heißt, wenn rauskommt, dass du nur 1 Euro mehr an die Menes geben musst, ist das dein Blattout. Dann hat sich das ja wohl dann erledigt mit den 20 Millionen. Welchen 20 Millionen? Schick mir... Welchen 20 Millionen? Die 20 Millionen, die ich zahlen muss für deinen Kopf, haben sich erledigt mit deiner Lüge. Verstehe. Ich brauche ein Handy, damit ich ihm die Dollars gebe. Eine letzte Frage noch, Mr. Oro. Ja, bitte. Die Million, die ich ausgeben musste für Menes, was ist damit? Kriege ich die dann auch zurück? Denn die waren weitaus mehr. Wieso Vergütung? Für Geld, was du ausgibst aus unseren Geschäften? Aus meiner Familie. Während du für deine Chucha Geld ausgibst, aus Menes Kasse. Deine Großmutter nennen, du Pendejo. Aus der Kasse von Menes habe ich aus der eigenen Tasche für Menes bezahlt. Aber ist okay. Ich hoffe Wenn nur, dass Mr. Oro das verstanden hat. Wenn die Familie dir ja so wichtig hat. Ist, dann ist es doch kein Problem, oder? Ruhe, bevor ich dich an den Haaren ziehen muss.
Hey. Was sagst du da? Reißt euch mal zusammen. Wir haben ein Problem. Ich hab nicht mehr von dieser Chucha die Nummer. Und deiner Großmutter? Du sollst mir das Geld schicken. 1704, nicht deiner Großmutter. Ich hab nicht deine Frau gemeint. Wieso nimmst du immer deine Frau in den Mund? Wie war das nochmal? Du kannst reden? Das kann ich. Leute. Sehe. Mendes und Andy Menes, das Gespräch ist von meiner Seite aus beendet. Ihr könnt weitermachen. Solltet ihr das Geld bezahlen, habt ihr das Recht, ihn zu blattouten. Vor mir. Solltet ihr es nicht zahlen, wird er immer noch kein Blattout haben. Aber ihr müsst ihn nicht aufnehmen. Es sei denn, Marcel Harris entscheidet anders. Bueno. Ich brauche jetzt einmal noch Leute ins Büro. Ich habe einen Vorschlag. Sie. Nimmst du ihn nicht an, wirst du keine Zukunft hier haben in dieser Stadt. Du sagst, du bist Menes, richtig? Korrekt. Dann gebe ich dir jetzt offiziell die Familie Menes. Ab jetzt bist du Lloyd Salami vom Menes-Syndikat. Also zuallererst heiße ich Lloyd Fuego. Bei allem Respekt. Meine Informationen sagen aber Salami. Und no, es ist nicht meine Familie. Ich bin nicht der größte Wahnsinnige. Sergio Mendes. Du hörst mir jetzt zu und hältst deine... Sie. Stier, du machst die Unterlagen fertig. Ja? Lloyd Fuego Menes. Er kann sich seines Leute suchen. Oder ich habe keinen Bock. Alles klar. Ja, nein. Und dann werden wir sehen, wer wirklich Menes ist. Mendes oder Fuego. Noch eine Sache. Ich kann Ihnen halt so viel mitteilen. Du steckst ihn in seinem Lager. 200 Pistolen, 50 50er und 5 Langwaffen rein. 10 Millionen Schwarzgeld, bisschen Munition, Essen und Trinken. Und dann suchst du deine Leute. Und dann möchte ich sehen, wer das wirkliche Menes-Syndikat ist, du oder Mendes. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Verstehst Was passiert mit Sergio Mendes? Sergio Mendes? Er sagt doch selber, er ist Menes. Ich werde ihm sein Menes nicht wegnehmen. Und dir auch nicht. Ihr seid jetzt beide Menes. In zwei verschiedenen Familien. Und dann möchte ich sehen, wer wirklich das Menes-Syndikat ist. Du hast eine Ausrüstung. Du musst nur deine Leute suchen. Und das war's. Wenn du jetzt noch sagst, dass du nicht kannst, dann verpiss dich aus meiner Villa und komm hier nie wieder her. Ich lasse das Revue passieren. Nein, es gibt zwei Menes, einen für Sergio Mendes und einen für ich. Und der Gewinner bekommt Menes. Nein, da gibt es keinen Gewinner oder Verlierer. Am Ende kann sich auch gerne Harris entscheiden, in welches Menes er geht. Am Ende kannst du dich entscheiden, ob du willst, dass es Menes bleibt. Es gibt nur einen Haken. Der wäre... Nie wieder führe ich eine Familie in Kill City. No problema. Dann such dir deinen Patron. Und jetzt raus hier. Stehe, du machst alles fertig. Yep. Such dir ein Anwesen, sag mal. Das war keine Frage, das war eine Frage. Bruder, ich hab keinen Bock! Lloyd Fuego. Aber nun verstehst du, warum ich dir die letzten Tage gesagt habe, ich such dir Leute. Hör auf, so viel zu reden. Und geh das machen, was du gesagt hast. Und jetzt raus hier. Du weißt, was passieren wird. Ja, ich will, dass das passiert. Du schenkst ihm Waffen dadurch. Das heißt, du gehst schon von deiner Niederlage aus, Lloyd? Selbstverständlich. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich verstehe die Stadt. Wenn jemand seit 6 Monaten alles schon vorbereitet hat, hat derjenige bereits verloren. Und wer sagt, dass du sofort gegen sie kämpfen sollst? Ha? Weil ich Sergio Mendes bereits kenne. Ich weiß, wie er tickt. Und ich weiß, wie er ist. Du verstehst gar nichts. Was in meinem Kopf ist, ist nicht in deinem Kopf. Und noch eine Sache. Dieselben Farben trägst du wie die Menes. Und wenn ich dir nochmal sagen muss, dass du jetzt raus aus meinem Büro gehst, schieße ich dich hier raus. Das heißt. Adios. 1-0 für dich.